Mein Name ist Christine Workup. Ich begleite Menschen auf tiefen emotionalen Ebenen und helfe ihnen dabei, wieder Kontakt zu bekommen mit inneren Kindanteilen, die oft Teile ihrer wahren Kraft und Macht sind. Und ich ermutige Lehrerinnen, selbstbestimmtes Vorbild für ihre Schüler und Schülerinnen zu sein. Und jetzt geht's weiter in meinem neuesten Buch, Zeit zu lieben, Kapitel 14, die Macht über dich selbst. Fühlst du dich oft machtlos, den Launen anderer Menschen ausgesetzt? Hast du oft das Gefühl, dass andere über dich bestimmen? Dass du wenig Möglichkeiten hast, über dich selbst zu bestimmen? Spüre einmal in deinen Solarplexus. Wie fühlt es sich dort an, wenn du dich machtlos fühlst? Du kennst das Gefühl gut, auch wenn du es gern verdrängst, dich ihm nicht gern stellst. Letztlich bist du machtlos. Du kannst nicht bestimmen, wie andere sich verhalten, wie das Wetter wird, ob ein Sturm tobt oder Regen ausbleibt. Du kannst das nicht verändern und somit bist du machtlos. Doch bist du wirklich machtlos? Hast du keine Wahl, keine Möglichkeit, der Machtlosigkeit zu entrinnen? Was ist dein Gefühl? Lasse dir sagen, du bist niemals machtlos. Auch nicht im tiefsten Kerker. Denn du hast immer eine Wahl. Du hast die Wahl, wie du die Dinge siehst. Siehst du dich als Opfer oder als Schöpfer? Siehst du dich klein und machtlos, den Machenschaften und Entscheidungen anderer ausgeliefert? Oder siehst du dich als freies, mächtiges Wesen, das seinen Weg geht, vom Außen unabhängig? Wie siehst du dich? Das ist die alles entscheidende Frage. Nehmen wir wieder ein Beispiel zur Hilfe. Stell dir vor, du bist in einer scheinbar machtlosen Situation. Dein Chef hat dich entlassen. Du bist jetzt arbeitslos. Obendrein hat man dir vorgeworfen, Fehler gemacht zu haben und für bestimmte Probleme verantwortlich zu sein. Und man hat kein Interesse an deiner Sicht der Dinge. Wie fühlst du dich in einer solchen Situation? Machtlos, wütend, unverstanden, zu Unrecht verurteilt und bestraft, nicht gehört und verstanden, obwohl du alles nach bestem Wissen und Gewissen getan hast? Spüre einmal, was die Vorstellung einer solchen Situation mit dir macht. Du kennst ähnliche Situationen, in denen du dich missverstanden, nicht gehört und verurteilt gefühlt hast und keine Möglichkeit zu haben schienst, dich zu erklären. Es ist ein altes Gefühl in dir, das in solchen Situationen in dir aktiviert wird. Als Kind warst du den Erwachsenen mehr oder weniger ausgeliefert. Sie hatten das Sagen. Deine Wünsche und Bedürfnisse wurden oft genug nicht berücksichtigt, aus welchem Grund auch immer. Das Kind, das du warst, war machtlos. Doch als Erwachsener bist du nicht machtlos. Als Erwachsener kannst du neue Wege finden, die du selbst entscheidest. Als Kind war das schwieriger. Als Erwachsener hast du die Möglichkeit zu sehen, dass die Tatsache, dass andere dich so behandeln, so verurteilen, so ungerecht, eventuell gar nichts oder nicht viel mit dir zu tun hat. Vielleicht war es ein alter Schmerz im anderen, den du getriggert hast. Vielleicht hat deine Fähigkeit, Dinge zu tun, auf deine Weise, die ganz einzigartig ist, beim anderen Erinnerungen ausgelöst, dass sein Tun, das genauso einzigartig war und ist, verurteilt wurde. Du kannst nie wissen, was den anderen dazu veranlasst, sich zu verhalten, wie er es tut. Doch du hast die Wahl, das, was der andere tut, beim anderen zu lassen, statt es anzuziehen wie ein ausgedientes Kleidungsstück, das dich belastet. Du hast die Wahl, die Dinge anders zu betrachten. Du hast die Wahl anzuerkennen, dass eine höhere Intelligenz es dir ermöglicht, etwas Neues zu erfahren, das deinen Horizont erweitert, das dich wachsen lässt und reifen, auch wenn es unbequem erscheint. Du hast die Macht zu entscheiden, wie du die Dinge siehst. Du hast die Macht, wie du mit dir umgehst. Machst du dich selber klein, wenn du erlebst, dass andere dich verurteilen?
Ziehst du dir jedes Urteil an, jede Unfreundlichkeit? Oder lässt du es beim anderen, was der andere denkt und tut? Es ist sein Urteil, das er fällt. Und da ihr stets verbunden seid, fällt er das Urteil über dich auch über sich. Das ist seine Wahl. Doch muss das nicht die deine sein? Du hast die Wahl, wie du dich selbst behandelst. Du hast die Wahl, liebevoll mit dir zu sein. Du hast die Wahl, dafür zu danken, dass nun ein neuer Augenblick dir neue Möglichkeiten schenkt. Du hast die Wahl, dein Herz zu öffnen für dich selbst und im Vertrauen auf die Kraft der Liebe, die in deinem Herzen wohnt, vertrauensvoll dem Neuen dich zu öffnen, das nun für dich ansteht. Du hast natürlich auch die Wahl, dich dafür zu kasteien, dass du etwas falsch gemacht hast, kannst dich beschimpfen und bestrafen, wie du es aus vergangenen Zeiten kennst, als man dich so behandelt hat. Doch willst du immer wiederholen, was dich einst verletzt hat? Ist es nicht Zeit, über dich hinauszuwachsen, dich endlich zu befreien von alten Schreckgespenstern, alter Angst? Du bist nicht machtlos, niemals. Du hast immer eine Wahl. Du hast die Wahl, dich zu befreien von alten Überzeugungen, die du übernommen hast. Du hast die Macht darüber, wie du denkst, wie du fühlst und wie du handelst in jedem neuen Augenblick. Du entscheidest immer neu, in jedem neuen Augenblick. Und damit hast du die Macht in deinem Leben. Denn was du denkst und fühlst, bestimmt dein Leben, bestimmt die Ereignisse, die Erfahrungen in deinem Körper, in diesem Leben. So handle weise, öffne dein Herz, lass es dich heilen und dann entscheide aus deinem Herzen in deiner ganzen Macht und Kraft. Demnächst weiter in dieser Reihe. Komm und entspanne dich. Lasse los, komm und entspanne dich und lasse geschehen. Lass deinen Atem ganz einfach fließen, lass deinen Atem wie dein Leben geschehen. La 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 la. Komm und entspanne dich und lasse los, komm und entspanne dich und lasse geschehen. Hör auf zu wollen und zu versuchen, dem Leben vorzuschreiben, wie es laufen soll. La 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 la. Komm und entspanne dich und lasse los. Komm und entspanne dich und lasse geschehen. Nimm einfach an, was dir begegnet. Nimm einfach an, was immer geschieht. La 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 la. Komm und entspanne dich und lasse los. Komm und entspanne dich und lasse geschehen. Bleib im Vertrauen, dass du versorgt bist. Bleib im Vertrauen, dass du getragen bist. La 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 la. Komm und entspanne dich. Lasse los, komm und entspanne dich und lasse geschehen. Bleib im Vertrauen, dass in deinem Leben alles nur zu deinem Besten geschieht. La 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 la. Komm und entspanne dich und lasse los, komm und entspanne dich und lasse geschehen. Dein Leben, so wie es kommt, und danke dem Schöpfer dafür, dass du lebst.